Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Horizon Zero Dawn. Es geht weiter in dem mysteriösen Einrichtungsgedöns, wo mehr Rätsel jetzt gerade sind als Antworten. Aua. Oh, Halleluja. Hat mich jetzt gerade gerissen. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Echt? Müssen wir hier draußen nicht rum? Kannst du mal bitte... Aloy. Aloy. Bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Wen? Ach, das Viech. Ach, hier, okay. Ja, wieso? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Wer ist denn hier hingegangen? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Okay, ich bin nur hergekommen wegen Loot. Awesome. Renn doch nicht immer wie eine Bekloppte. Dann hätte man das Problem nicht immer. Oh, geschafft. Ja, wer weiß, wo es noch alles einstürzt hier, ey. Ja, Himmel. 50 Stunden langer Text hier. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Ja. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Wahrscheinlich an der Zerstörung der Menschheit, wenn die da die Maschine auf die Leute losgelassen haben. Da war ich schon drin. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe schon zu viel dabei. Allgemeine spirituellen Aspekt der Dinge vernachlässigt haben. Damit nicht für bestimmte religiöse Ausrichtung, sondern eher übergeordnetes Nachdenken. I don't understand. Ja,
Ich sollte vielleicht doch erst mal ins Büro gehen. Das kommt mir so komisch vor da. Dass ich irgendwas auslöse und dann... Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Dann doch erstmal da rein. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Awesome. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab. Hast du das einfach abgebrochen, du dummes A? Ich war noch nicht fertig. Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Ja, und hackt dann vielleicht einfach mal nebenbei andere Viecher. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Klingt, als ob er so Maschinen verderben kann. Ja, in dem Fall jetzt verderben, stimmt. Vorher war das aber nicht so gedacht. Also haben sie mal wieder Bullshit gebaut, die Wissenschaftler. Na, congratulations. Der POR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Lieber nicht. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Das ist der große Vorteil des Horus. Immer selbstregulierend, immer bereit. Die wahrgewordene Zukunft der automatisierten Kriegsführung. Der Metallteufel. Er war also auch eine Pharaoh-Maschine. Produktionsfähigkeit. Sie konnten sich also selbst herstellen? Wie soll man sie dann jemals aufhalten? Das ist wieder mal eine gute Frage. Darüber haben die Volldeppen wahrscheinlich nicht nachgedacht. Der FSP-5 Kopesch ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Ach, das ist das Todesding. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das ihrem Budget und ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Widerspruch. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft allerdings. Wow. Diese Vollidioten vom Dienst, ey. Die können die geschlagen. Ohne Witz, die können so geschlagen. Diese Vollidioten mit ihrem Scheiß. Oh ja, das ist ja nur Mimimi. Ah. Ihr Mimimi hat einfach mal die komplette Menschheit ausgerottet, aber hey.
von Ausgang. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Sobek macht es mir nicht leicht. Läuferlinse. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Ja, aber du bist kein Radieschen oder sowas. Wait a second. Nein. Ich möchte erstmal da rein. Sag nicht, das ist der normale Weg. Geht's dann hier hin? Aloy. Der Frost schnürt mir die Kehle zu. Ach, es gibt zwei Wege nach oben. Okay. Das ist hier wieder dumm. Wow. Warum bückst du dich denn immer? Ich habe nicht mal die Taste gedrückt. Weil ich's kann. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz Timor Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Na, ich super. Kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen. Übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Richtig. Frieden. Richtig. Das allein ist schon der Widerspruch an sich. Wenn nämlich die Maschinen wirklich für den Frieden gebaut worden wären, dann hätten die keine Waffen gehabt. Ach, da sind Schnupsel. Das sieht man hier total schlecht. Friedenswächter. Ich würde ja mal sagen, Bullshit, aber hey. Oh, shit. Und runter und tot. Oh, Gottes Willen. Ich war auf dieser dummen Sprungschanze drauf, ey. Wenn ich jetzt wieder die ganze Scheiße machen muss. Welchen Anfall. Okay. Gibt's hier noch einen anderen Weg? Kann ich mich an diesem komischen Schnupsel da festhalten? Ah ja, jetzt auf einmal. Mhm. Alles klar. Muss der für Raffi mal wieder ein Todescounter dazukommen?
Ach ja. Sag mal, Aloy, hast du irgendwie Langeweile? Oh, ich muss so tun, als wenn mich friert. Kannst du dich jetzt nicht mehr ordentlich bewegen, oder was? Würdest du bitte darüber gehen? Ich hätte auch alles hier hochklettern können, ne? Mehr kann ich nicht tragen. Ja, wie weit war denn der Turm hier? Ja, super, jetzt muss er noch regnen, wenn es eigentlich schon eiskalt ist. Nee, oder? Ja. Muss. Steck halt bitte nicht immer irgendwo fest. So könnt ihr euch das selber noch durchlesen. Bei jedem einzelnen Eintrag werde ich jetzt nicht durchlesen. Das ist... Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Okay, geschafft. Hier wohl zu finden ist. Keine Ahnung, aber der, wie ist denn der? Da geht's auch nochmal hoch. Oh mein Gott. Ich hier jemals wieder runterkomme. Das ist ein Abseil sein. Noch eine Energiezelle. Damit müsste ich an diese alte Rüstung. Eine Energiezelle! Damit könnte ich vielleicht die Rüstung lassen. Seile ich mich jetzt da noch komplett unten ab? Das will ich jetzt nicht riskieren. Den ganzen scheiß Aufstieg nochmal zu machen. Ich glaube nämlich, dass sie sich komplett abseilen würde, weil wo soll sie sich denn sonst hin sein? Ich habe eine Energiezelle gefunden, oh mein Gott. Manchmal rentiert sich halt doch neugierig zu sein.
kein Platz mehr. Das sieht schon irgendwie geil aus hier, ne? Aber ganz ehrlich, für mich als Höhenangst ist das hier creepy, 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 creepy. Ja gut, ich wäre auch hier nicht hochgeklettert, mal abgesehen davon. Bunkertür. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Ja, Datei wiederhergestellt. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Fuck. Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. What? Das ist nicht der Sturz der Zivilisation. Das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Zero Dawn? Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist noch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted.
Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Ja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher übrigens. Oh Gott, was uns jetzt noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich wieder mega freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.